Yosen und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video auf diesem Kanal, Just Resi. Ich bin der Resi, ich heiße euch wirklich mit allem Herzen willkommen und ich hoffe, ich kann einen guten Kanalstart erzielen mit diesem Projekt. Pokémon Super Mystery Dungeon. So, hier seht ihr mein Zimmer, mein Aufnahmezimmer, da mein Akustikschaumstoff, mein Aufnahmeding, mein zweiter Bildschirm und ja, bla bla bla. Tut nichts zur Sache. Das ist meine Tastatur, ja. Dahinter befindet sich mein Mikro, wo ich gerade reinrede, genau. Ja, dieses Let's Play wird sich unterscheiden von den anderen, kann ich euch ganz sicher sagen, weil ich ein Skip-Play mache. Ein von mir erfundenes Erfahren, ein von mir erfundenes Format, so. Was sich auf Let's Play mit Cuts bezieht. Let's Play mit Cuts seht ihr dann im Laufe des Projektes. Ihr werdet es einfach mitbekommen. Ich werde es nicht großartig ankündigen oder so. Ihr werdet es einfach sehen. Ja, endlich. Beginnen wir endlich mal, ja, genau. Endlich habe ich dich gefunden. Ich bin hier, um dich abzuholen. Ich brauche nämlich deine Hilfe. Bitte berühre den Touchscreen und lass ihn vorerst nicht los. Okay, das machen wir und fahren ein bisschen rum. Ich spüre die Energie, nur noch ein bisschen mehr. Es geht los, auf in die Welt der Pokémon. Oh, und das war sehr schön. So, und am Anfang von jedem Pokémon Mystery Dungeon werden ja erstmal Fragen gestellt. Die werde ich ehrlich beantworten, um zu sehen, was für ein Pokémon ich sein werde. Ja. Du hast den Pfad des Lichts erreicht, der unsere zwei Welten verbindet. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen, bitte beantworte sie möglichst aufrichtig. Nur, wenn du ehrlich bist, schaffen wir es, das Pokémon in dir zu wecken. Okay, dann beantworten wir die Fragen ja natürlich aufrichtig. Ein Schüler von einer anderen Schule ist in deiner Klasse gewechselt. Was tust du? Ich spreche ihn an und führe ihn herum. Ich beobachte ihn erst aus sicherer Entfernung. Ich bin der Typ, der ihn sofort ansprechen würde, um die neuen Informationen quasi, ich bin auch hier und ich würde den Schüler echt gerne kennenlernen, aber herumführen, eventuell, muss nicht sein. Ja. Oh nein, dein Geldbeutel ist weg, wie reagierst du? Ich bewahre bei solchen Sachen immer Ruhe und überlege ich meine Handlungsstränge, die tue ich ja quasi zurückverfolgen, was passiert ist und so. In deiner Klasse schwärmen alle von diesem neuen Buch, aber es ist ein echter Wälzer. Na und, hauptsächlich ist es spannend. Ich lese zwar gerne im Internet und so, aber ein Buch mit vielen Seiten, nee. Nee, wenn es viele Seiten ist, dann lieber nicht, sage ich so. Nein, danke. Außer eine Lektüre in der Schule oder so. Vor dir erhebt sich ein hoher Berg. Bis zum Gipfel ist ein zweistündiger Fußmarsch. Auf geht's, ohne Schweiß kein Preis. Und dann wieder zurück, nicht mit mir. Ich habe den Gedanken, ohne Schweiß kein Preis. Aber ich bin so an sich richtig faul. Muss ich schon ehrlich zugeben. Ich bin richtig faul und deswegen und wieder zurück nicht mit mir. Tut mir leid, aber so bin ich. Große Pause. Deine Freunde wollen Fangen spielen, aber du hast Lust auf Seilspringen. Ich gebe Nacht und spiele mit ihnen Fangen. Ich überrede alle, mit mir Seil zu springen. Ich habe Lust auf Seilspringen. Ich überrede sie alle. Wenn die Lust auf Fangen haben, dann sei ja okay. Dann spielen wir zuerst Fangen und dann Seilspringen. So machen wir das. Aber ich gebe halt nach und sag so, okay, ja, machen wir. Lass uns das machen. Okay. Du hast eine weiße Leinwand geschenkt bekommen und willst ein Bild malen. Du wählst das Meer als Motiv. Welche Farbe wählst du für das Wasser? Grün, um einen Korallenriff anzudeuten. Hellblau, um das klare Wasser zu betonen. Orange, um das Abendrot wiederzuspiegeln. Ah, diese Antwort werde ich natürlich nehmen. Ein dunkles Kobaltblau, das Tiefe verleiht. Ich liebe, wenn sich das Abendrot im Wasser spiegelt. Ich liebe es einfach. Das sieht so schön aus, einfach. Ja. Ihr schafft endlich Ferien. Welche Musik versetzt sich in Ferienlaune? Fette Techno-Beats für echte Checker. Yo, drei Buchstaben. R-R-A-P. Rap. Am liebsten singe ich selbst mit Freunden. Rhythmische, gute Laune Musik wie Samba. Ich höre gern Rap, muss ich sagen. Also so. Aber jetzt nicht so die deutschen Rap. Ich bin eher für englischen Rap. Ja, ich höre Rap.
und aber auch so gute Laune Musik und so. Wähle eine Eigenschaft, genau. Welche Eigenschaft gefällt dir an einem Freund besser? Cool. Ich denke, das ist die Frage so männlich oder weiblich, denke ich mal. Heiterkeit und Großzügigkeit zeichnen dich aus. Du bist mit dir und der Welt zufrieden. Deine ungewöhnliche Gelassenheit verbreitet rings um dich jede Menge Lebensfreude. Zu so viel innerer Ruhe passt am besten. Oh, bitte, bitte, bitte. Komm schon. Ich will dieses eine Pokémon sein. Floink, hi. Ich werde Gig aber verkörpern. Mit diesem Pokémon bin ich zufrieden. Mein Name lautet Resi. Bist du mit diesen zwei Pokémon einverstanden? Natürlich bin ich mit diesen zwei Pokémon einverstanden. Auf dich wartet eine Welt voller Pokémon. Dein großes Abenteuer kann beginnen. Okay. Dann werden wir uns stürzen in das Abenteuer. Der Spielstand wird gespeichert. Bitte schalte das System nicht aus. Spielstand wurde gespeichert. Okay. Okay, der Spielstand wurde gespeichert. Alles Leben auf diesem Planeten, so erzählt man sich, entspringe einem einzigen Quell. Die Sonne. Unsere Sonne, genauso wie die Sterne. Die Luft, das Wasser und natürlich auch die Pokémon. Sie alle, so sagt man, gingen auf ein und denselben Ursprung zurück. The Pokémon Company und Spike Chunsoft präsentieren einen Meteoriten, der fliegt. Dein Pokémon, das davon abspringt. Eine Mitfahrgelegenheit anscheinend. Und das ist Deoxys. Okay. Ist das etwa? Okay. Das war anscheinend was. Ist das etwa jenes legendäre Pokémon? Das ist also Rayquaza. Ich habe schon von ihm gehört. Aber erblickt habe ich es nun zum ersten Mal. Es ist so furchtanflößend, wie alle sagen. Eines jedoch verstehe ich nicht. Es heißt, Rayquaza lebe in der Ozonschicht. Weshalb hat es sich wohl jenseits der Stratosphäre gewagt? Irgendwas muss vorgefallen sein. Dort unten, auf diesem Planeten. Kapitel 1. Die Bewohner dieser Welt und ihr unerwarteter Besucher. Okay. Wo bin ich? Mir ist, als hätte mich jemand gerufen. Aber bin mir nicht sicher. Was geht dir vor? Ich kann mich an nichts erinnern. Eine schöne Landschaft. Ein Wasserfall. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Au, tut mir der Schädel weh. Nanu, wo ist denn bloß meine Erinnerung hin? Es ist alles weg. Etwa auch mein Name? Puh, zum Glück nicht. Wenigstens daran erinnere ich mich. Aber ansonsten kann ich mich an nichts erinnern. Warum nur? Habe ich vielleicht einen Durst? Hier muss doch irgendwo Wasser sein. Ah, dort. Tut das gut. Jetzt geht es mir schon viel besser. Wer hätte gedacht, dass Wasser unglaublich gut schmecken kann? Und mein Puls ist zum Glück auch wieder im Normalbereich. Nanu, was spiegelt sich denn da im Wasser? Hä? Ne? Was? Was ist das? Das kann doch gar nicht sein. Bin ich allen Ernstes so ein Pokémon geworden? Was? Wie? Was? Warum? Lulun, Lulun. Lulun, Lulun. Ding, ding, ding. Was ist denn auf einmal? Was ist das auf einmal? Ah! Was soll das plötzlich? Oh mein Gott, wir werden verfolgt. Von Megalon. Hilfe, so hilft mir doch jemand. Ah, dort drüben. Ist alles in Ordnung? Was hat dich denn so dermaßen in Aufregung versetzt? Das Pokémon hat gesprochen! Habe ich dir etwa einen Schrecken eingejagt? Oh, das tut mir leid.
Ich heiße Blanas. Keine Sorge. Alles ist gut. Nun beruhige dich erstmal. Ach so. Jetzt, wo ich ein Gag-Auer bin, verstehe ich wohl die Sprache der Pokémon. Nanu? Ting, ting, ting. Wie? Was soll das denn jetzt? Ah! Ich habe Angst. Oh mein Gott, wir müssen flüchten. Hä? Was ist das? Wenn es vor uns mal kein mysteriöser Dungeon ist. Lunun, lunun. Ach du meine Güte. Augen zu und durch. Wir haben keine andere Wahl. Einstiegspfad. Obtageschoss 1. Genau. Ja, dann beginnt es. Pokémon Super Mystery Dungeon. Diese mysteriöse Dungeon machen ihren Namen alle Ehre. Jedes Mal, wenn man sie betrifft, ändert sie ihr Aussehen und man findet andere Items. Und die Pokémon hier sind total gereizt und greifen einen ohne jegliche Rücksicht an. Wenn du erstmal in so einem Dungeon bist, ist es schwer, wieder rauszukommen. Du musst die Treppe finden und dich von einer Ebene zur nächsten vorzuarbeiten. Spüre also die Treppe auf und nimm dich dabei vor gegnerischen Pokémon in Acht. Ich gehe voraus. Also folge mir und weiche nicht von meiner Seite. Oh, Finte. 51 Schaden, Alter. Welches Level bist du? Blanas wurde besiegt. Blanas hat Finte eingenommen. Oh, schau an. Noch eins. So, jetzt bist du an der Reihe und ich schaue dir dabei auf die Finger. Feuer dem Kapau! Ja, genau so. Du hast den Dreh raus. Ach, übrigens. Falls du eine Attacke zu oft einsetzt, verbrauchst du all ihre AP. Dann bleibt dir nichts anderes übrig, als mit A anzugreifen. Da mit A nur wenig Schaden, bla bla bla. Genau, A ist die Attacke, die so ein normaler Angriff, also ja. Huch, da liegt ja ein Item. Items am Boden kannst du aufsammeln, indem du dich über sie hinweg bewegst. Versuch's am besten gleich mal. Ja, dies ist eine Siedelbeere. Damit kannst du einige deiner KP regenerieren. Öffnest du das Menü, indem du X drückst, wählst du unter Items eine Siedelbeere aus, um sie zu essen. Super, genau so. Okay, weiter geht's. Auf geht's. Wir sind Abenteurer, Abenteurer. Klasse, wir haben die Treppe gefunden. Treppen wie diese befördern dich in einem mysteriösen Dungeon von Ebene zu Ebene. Okay, dann lass uns weitergehen. Ja, der normale Angriff funktioniert so. Mit A einfach drücken und Absorber setz mir Ruckzuckhieb ein. Okay. 6 Erfahrungspunkte haben wir anscheinend bekommen. Alles klar. Die Felder übrigens sind Wunderfelder, da treten wir drauf und die Statusveränderungen werden zurückgesetzt. Da wir kein Wasser-Pokémon sind, sondern Pflanzen-Pokémon, können wir leider nicht die Terrorfähigkeiten benutzen und uns somit fortbewegen von einem Fleck zum anderen. So, Feuer-Odem, Tarnpinion wurde besiegt, sehr schön. Ja, und das ist eben das Feld, wie ich schon gesagt habe. Oh, man kann den Gegner zurückstoßen. Es verbraucht aber Magen, das ist nicht so ganz gut. Resi schiebt Blanas weg. Das darf man nicht machen. Und wir haben die Treppe gefunden. Lass uns weitergehen. Auf zum Abenteuer. Möchtest du das Spiel speichern und fortsetzen? Ja, möchte ich. Und das Fortsetzen erfolgt im nächsten Part, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich sage Tschaußen, Resi out und bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.